So, hallo und herzlich willkommen zu einer direkten Nachbesprechung des Films Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Im Folgenden also direkt die unverfälschten Eindrücke und Gedanken zu diesem Werk. Ja, am besten handeln wir das Wichtigste gleich ab, und zwar den Star des Films, den Look, die visuelle Erscheinung. Da wird viel gekritzelt, was mir aber deutlich besser gefällt als die alten Nickelodeon-Serien, die doch sehr clean waren, so von der Textur, eher computerspielig. Aber auch hier müssen wir mal abwarten, wie dieser Film altern wird. Ich finde, der roughe Look, der passt sehr gut zu New York. Ich finde auch das Licht sehr interessant gestaltet, denn neben der Lichtquelle als solche wird hier auch nochmal Bild für Bild animiert. Und man kann viele kleine Details beobachten. Ich habe mich vorhin bei der Filmvorführung dabei erwischt, wie ich in manchen Szenen die Einzelbilder an einer Lampe pro Sekunde mitgezählt habe. Und dabei habe ich dann auch gemerkt, wie im Bild verschiedene Bildfolgen ablaufen und sich so die einzelnen Animationsschritte vermischen. Das muss man aber irgendwie eher doch gesehen haben, das ist schwierig zu beschreiben. Visuelle Ausreißer gab es auch, also die sich so völlig kontrastieren von dem Stil, und zwar eine Ferris Bueller's Day Off, also Ferris macht blau Filmeinstellung. Da wird nämlich einfach mal der Film gezeigt, kurz in so einem Open-Air-Kino. Und es gibt noch so Starschnitt-Pappaufsteller, die dann auch 1:1 im Film landen. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie bei South Park von der Ästhetik, wenn sich dann da solche Sachen mischen. Aber zu den Referenzen komme ich gleich noch. Erstmal noch zu dem, was visuell passiert. Eine Stelle gibt es noch, da sieht man auch mal noch einen anderen Zeichenstil. So eine Art Traumsequenz war das, glaube ich, oder so eine Art Vorstellung von irgendwas. Aber ansonsten bleibt alles in diesem Stil, dessen Regeln man dann auch schnell versteht und ja, eigentlich gut abtaucht. Mir kam der Film auch schnell vor wie so ein Stop-Motion-Film, so Wallace und Gromit-artig. Oder auch so ein bisschen Celebrity-Deathmatch-Momente hatte ich bei manchen Action-Sequenzen oder Robot-Chicken. So Sachen, also ich finde Spider-Man A New Universe, der hat auf jeden Fall gut Einfluss gehabt auf diesen Film, beziehungsweise ja Mut gegeben, das mal so zu probieren. So ein Turtles-Film mal in dem Look durchzugestalten. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass es in diesem Stil nochmal einen Turtles-Film geben wird. Aber dazu dann am Ende nochmal ein Satz dazu. Diese schöne Mischung aus 3D und diesem ja doch händisch wirkenden Stil, der kommt dann besonders schön zur Geltung, wenn man Einstellungen hat, Sequenzen, die mal um eine Ecke gehen, die so ein bisschen mehr Raum aufmachen und zeigen, wie viel man da so modelliert hat. Es gibt so einen Shot mal durch die Kanalisation durch, sowas zum Beispiel, und natürlich auch in den Action-Sequenzen. Also da passiert schon einiges. Und auch der Stil ist sehr interessant. Ich finde vor allem die menschlichen Charaktere interessant gezeichnet, da es auch kaum was gibt, was so wirklich symmetrisch bleibt. Also gerade diese Gesichter der Menschen, finde ich, da sieht man es halt ganz stark, dass da so eine Handschrift drin steckt und es irgendwie auch Regeln gibt, warum die Sachen so unsymmetrisch sind. Das gefällt mir auch gut an dem Film, dass er eigentlich viele Menschen zeigt und auch erstmal so menschliche Gangster. Und das, was man sonst so von den Turtles gewohnt ist, eher mal noch so dauert. Ja, ansonsten gibt es schon sehr viel in dem Film, was man so kennt und was mich mittlerweile auch nervt, denn er ist voll mit popkulturellen Referenzen. Also an ein paar Stellen finde ich das ja okay. Aber oft hatte ich da heute das Gefühl, es wird einfach nur irgendwie ein Name gedroppt und es wird aufgezählt. Kennst du sie, kennst du ihn, kennst du dies, kennst du das? Finde ich schwierig, dass sowas altert einfach gewohnheitsmäßig eher schlecht.
wiederum zu New York gepasst hat über weite Strecken. Die Musikauswahl, die Creme de la Creme aus New York, mehr oder weniger. Am Anfang und gegen Ende zumindest gab es fast schon so eine musikalische Klammer. Da lief nämlich M.O.P. Und dann zwischendrin von Wu-Tang bis A Tribe Called Quest, Big Pun zu Gangster, die Grave Diggers. Also da war ganz viel so drin. Ist natürlich immer ein bisschen Effekthascherei, weil man sich halt dann so da direkt so emotionalisiert findet, so, ah, kenne ich, und direkt wird die Szene cool oder sowas. Aber ich finde zu New York eben, das passt gut so, diese Musikauswahl. Mein Highlight vom Film war der Auftritt, wenn dann die anderen Mutanten dazukommen, und da lief dann von Gucci Mane Wake Up in the Sky. I know I'm super fly, I know I'm super fly. Das war schon toll, also da bin ich dann schuldig im Sinne der Anklage. Aber wieso man Ferris Bueller's Day Off einbaut oder viele andere Anspielungen da dann rein müssen, habe ich nicht so ganz kapiert in Bezug. Schön war dann eher so Fanservice wie eine kurze Stelle, da läuft dann in so einem Autoradio kurz Go Ninja Go. Also dieser alte Turtles-Hit, wenn man so will. Oder wenn man dann die Erfinder der Turtles einbaut, da gab es dann so ein Pizza-Restaurant, das heißt Laird, und die Schule, die heißt Eastman High. Aber ja, also Ehre, wem Ehre gebührt oder so. Sehr subtil, aber vielleicht von mir auch zu viel um die Ecke gedacht, ist, dass die Turtles mal im Film durch Stromschläge derart geschockt werden, dass man die Skelette sieht. Und das hat mich dann auch echt an diese alten Spiele erinnert. Da gab es viele so Momente, und ich glaube, diese Momente sind mittlerweile auch so kult oder so prägnant, dass es da sogar eine eigene Actionfigur dazu gibt. Ja, so ein bisschen zur Story, da gibt es aber eigentlich gar nicht so viel zu sagen, auch wenn die vom üblichen Kanon schon abweicht. Also der Splinter, der findet die Kröten im Mutagen, alle mutieren, und dann merken die alle zusammen, dass die von den Menschen in New York halt so nicht akzeptiert werden. Verstecken sich dann, schauen Kung-Fu-Filme und YouTube-Tutorials oder sowas in der Art, um Ninjas zu werden. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Weil der Splinter, der ist in diesem Film eigentlich auch gar nicht so der typische Sensei oder der Lehrmeister oder so, wie man den eigentlich kennt. Sondern halt einfach eine alte Ratte als Vaterfigur. Und eigentlich geht's dann mehr um, ja, ihr sollt nicht raus und bekommt jetzt Kanalisationsarrest und sowas. Und die vier Turtles sind ja jetzt ja auch ganz klar wieder richtige Teenager, also da geht's dann eher wieder um irgendwie so dieses, wir wollen raus in die Welt, aber sind noch nicht so weit Sachen. Ja, mich hat das wieder sehr an die Nickelodeon-Serie erinnert von damals, also der Raphael ist zum Beispiel größer als die anderen, oder der Leonardo, der hat's schwer da in der Anführerrolle und ist so ein bisschen manchmal einer gegen drei. Donatello hat eine Brille, um den noch so nerdiger zu machen, so Technikzeug, hat da einen Kopfhörer dabei. Und der Michelangelo ist der Michelangelo. Und die Turtles, die heißen hier auch gar nicht direkt Leonardo, sondern eher so wie Leo und Donnie oder weiß jetzt nicht mehr genau, aber erst in so einer späteren Szene wird dann da spontan draus Leonardo und Donatello. Also auch da, das weicht alles so ein bisschen von dieser Ursprungsgeschichte ab. Der Shredder kommt auch, ich sag jetzt mal gar nicht vor, aber wartet mal ab. Aber in dem Film versucht man schon ein bisschen andere Wege zu gehen. Worauf ich mich am meisten gefreut habe, die sind nämlich zum Glück dabei, sind Rocksteady und Bebop. Die haben aber relativ wenig Raum und sind Teil von vielen Mutanten, die dann zu Wake Up in the Sky einen ultra coolen Auftritt hinlegen. Man hat unter den Mutanten viele Sprecherrollen aufgeteilt und gleichzeitig auch wieder Turtles Fanservice verbaut. Ganz kurz an der Stelle muss ich nochmal reingrätschen bei dem Bild, denn sehr komisch, dass Bebop hier wieder die guten alten Schildkröten-Schulterpolster rausgeholt hat. Also nichts gegen die, aber narrativ macht's halt keinen Sinn, hat keine Logik. Die waren ja nie gezielt auf Schildkrötenjagd. Das hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Zum Beispiel Leatherhead, der ist auch mit im Film, wird aber von einer australischen Schauspielerin gesprochen und ist somit eigentlich ein bisschen geflippt auf eine weibliche Variante. Also da wird ganz nett geremixed, finde ich, mit vielem, was man so kennt, aber das da doch ein bisschen abwandelt.
Der Antagonist ist zum Beispiel auch nicht Dr. Baxter Stockman, sondern dessen Sohn, Superfly, wird von Ice Cube gesprochen. Und der versucht dann die Turtles, die ja auch Mutanten sind, letztendlich so für seine Sache zu überzeugen. Der sieht nämlich wie Splinter auch das Problem, halt da, dass die Menschen und die Mutanten, das wird nicht kompatibel bleiben. Und seine Idee ist eben nicht verstecken, sondern man muss die Menschen auslöschen. Also es gibt dann hier viele, wir sind nicht so verschieden und haben den gleichen Feind-Momente. Und der Splinter muss dann natürlich den moralischen Kompass nochmal neu auspendeln lassen. Und dann kriegen wir auch durch die April nebenbei so in einem Plot, der schon früher startet dann, ja auch noch mit, dass die Turtles jetzt auch merken, ah, sind ja auch nicht alle Menschen kacke. Und ja, so ja, wird dann der Weg geebnet so für die gute alte Story. Die Turtles gegen einen großen Gegner, den es aufzuhalten gilt. Und am Ende gilt es also, Superfly zu stoppen und New York zu retten. Dabei bekommen wir dann auch nochmal so eine Art Super-Shredder-Moment, wenn der mutiert dann nämlich nochmal im Film und geht dann wie Godzilla auf New York los. Und natürlich gibt es aber auch einen Kawabanga-Moment und die Turtles regeln alles und werden am Ende dann von den Menschen nicht nur bejubelt, sondern auch direkt akzeptiert, als sie New York dann gerettet haben. Ich habe ja die deutsche Version gucken müssen, gab es leider keine Originalversion. Da fällt am Ende auch nochmal von einer Reporterin der Spruch, die Teenage Hero Turtles. Da wäre ich mal interessiert, ob das jetzt im Original Ninjas heißt oder also was da mit diesem Heroes und Ninjas nochmal passiert ist. Denn das war ja immer so ein Problem in England und Deutschland, dass man da Ninja eigentlich rauszensiert hat immer bei den Turtles. Und dann aber irgendwann ist das Hero dann doch wieder verschwunden. Aber hier wird nochmal Hero Turtles gesagt. Vielleicht ja auch eine Anspielung, wer weiß. Und ja, am Ende geht dann eben alles gut aus für die Turtles. New York jubelt und sie dürfen quasi dann auch aus der Kanalisation endlich raus und teilnehmen am Leben, an der Gesellschaft. Und gehen irgendwie dann auch auf die Highschool. Da bin ich so ein bisschen ausgestiegen, weil wie soll das dann weitergehen? Da bin ich gespannt. Die Credits sind auch nett animiert, habe ich dann schön auch noch genossen. Und am Ende kommt dann tatsächlich noch so eine Post-Credit-Sequenz. Da kommt zunächst Hochkant-Material, also wie so ein TikTok-Video. Ja, vielleicht auch Zeitgeist, damit man die Ästhetik auch mal noch auf der großen Leinwand sieht, so ein Hochkantbild. Kam im Film selbst nämlich jetzt nicht vor, da wurde von April O'Neil immer profimäßig im Querformat gefilmt. Aber dann gibt's auch, also da wechselt die Leinwand dann doch auch relativ schnell wieder ins Breitbild. Und dann kommt ganz am Ende des Films noch ein Satz von einer Antagonistin, die nicht so eine ganz große Rolle hatte im Film, die habe ich irgendwie so ein bisschen auch vergessen. Da kommt die dann nochmal am Schluss und sagt, bringt mir den Shredder. Und dann sieht man noch, ja, den Shredder so leicht von hinten. Man sieht halt seine zackigen Zacken aus seinen Schulterpads und den Helm und er schaut vom anderen Ufer rüber nach New York auf die Stadt. Ich hatte kurz Angst, sie sagt, jetzt bringt mir das Portal in die Dimension X oder sowas und dann kommt Krang mit seinen Steinsoldaten da irgendwie rein oder so. Shredder! Aber es ist dann doch nur der Shredder und von daher gehe ich schwer davon aus, da kommt nochmal ein weiterer Film in diesem Style und da sind wir doch gespannt, was da noch kommen wird. Soweit jetzt mal meine Gedanken. Wahrscheinlich, wenn ich selber nochmal anhöre, fällt mir ganz viel ein, was ich hier jetzt vergessen habe und vielleicht auch unterschlagen habe und auch irgendwie nachreichen könnte. Lasst mich aber gerne wissen, wenn ihr den Film geguckt habt, was ihr so denkt. Einfach auch so aus einer Turtles-Fan-Sicht oder halt ja einfach generell. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, Zuschauen. Und freue mich, wenn ihr auch in einem der nächsten Videos wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!